Hallihalli, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed Payback. Ja, wir haben ja in der letzten Folge die Kiste hier ein bisschen aufgemöbelt, jetzt sieht er deutlich besser aus. Darum müssen wir jetzt gucken, dass er auch ein bisschen besser geht. Wir möchten die Garage verlassen. Und suchen uns mal diesen Händler. Ach, ich will immer mit der Maus. Mann, Mann, Mann. Ja, viel Showdown. Bam, bam, bam. Was ist das? Das sind nur die Rennen. Ach, Events bin ich auch. Okay. Orte. Tuning Shop. Genau, den habe ich gesucht. Heiz mal da mal hin. Wo geht's lang? Ah, hier geht's lang. Und dann gucken wir mal, dass wir das Ding ein bisschen biestiger kriegen. Leistungsmäßig. Und dann wenn ich jetzt hier so... Der wird im Driften wird der langsamer und normalerweise sollte der im Driften etwas schneller werden. Einfach nur, weil er hinten rausschachert wie ein Bekloppter. Denn mit so einer Driftleistung kommen wir dem Rennen nicht bei. Mal schauen, ob ich dann auf Beschleunigung lege oder auf 10 Sekunden Dingens, Viertelmeile oder muss ich mal schauen. So, hier geht's nach rechts. Gegen den Baumstamm. Baumstamm. Oh, da ist er ja schon, der Tuning Shop. Wo will ich denn hin? So, wir suchen den Tuning Shop auf. Oh, da kriegen wir hier einiges raus. Da können wir hier gut einkaufen. 15.000. Viertelmeile ist hier recht hoch. Können wir machen. Und das können wir auch machen. Müssen wir mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Steuergerät. Das bringt auch einiges. Und dann sieht es beschleunigungsmäßig auch schon schlecht aus. Die 0 auf 100 gehen hier runter. Und sonst haben wir hier auch momentan nichts. Nö, gut, dann belassen wir es mal dabei. So, dann wieder hoch zu dem Driftrennen hier. Achso, nein, Route behalten. So. Wo geht's raus? Hier. Oh, dann nichts wie hin da. Mal schauen, ob wir die jetzt abgehängt kriegen. Die Jungs sind weggedriftet. Oh, und ich muss mal eine Aufnahmepause machen. Mir schläft gerade hier volls Gesicht ein. Und schneiden muss ich auch noch einiges heute. Plakatwand geortet. Furchtbare Musik läuft hier gerade. Hey Matt, ich hab mir deine Snow angesehen. Gute Tage, schlechte Tage oder so. Ach was, echt? Und, was sagst du? Komplette Zeitverschwendung. Ja. Ach komm schon, ich bin damit aufgewachsen. Ich hab davon geträumt, nach Amerika zu gehen und als sexy Arzt mit meinem Lambo zur Notaufnahme zu fahren. Armer Mensch, ja. Außer deinem Umzug ist nichts davon wahr geworden. Ich gebe zu, es war ein bisschen kitschig. Ein bisschen? Ein bisschen voll verkackt gerade im Tunnel. Ich weiß nicht, warum ich da rechts davon, rechts zwischen den Autos und der Wand durch wollte. Das hat irgendwie keinen Sinn ergeben. Aber wie gesagt, ich bin auch schon mal Multiplikatoren. Okay. Was auch immer das sein soll. Weg da.
Ach, die musste man umfahren, die Dinger, oder wie? Okay, keine Ahnung, das war wohl irgendwie eine Aktivität. Riftzone. Oh, hier. Hier geht's lang. Oh, kommt mir da einer entgegengeschossen. So, dann halt nochmal. Jetzt juckt hier auch noch mein Ohr. Abgelehnt. Befrei deinen Geist, Mac. Ist das dein Plan, mich mit Matrix-Zitaten zermürben? Hä, haben wir jetzt eine Mattlackierung? Hat das Spiel da vielleicht irgendwas durcheinander gebracht? Wir haben doch keine Mattlackierung. Die Karre ist doch nicht matt, die Karre ist jetzt aber matt. Wir haben doch hier voll so Chrom. Also Spiel, da hast du jetzt irgendwas durcheinander gebracht. Gut. Scheiße, der wäre gut gewesen. Da war ordentlich Multiplikator drin. Aber ich glaube, mit mehr Power, wie man merkt, geht's schon ein bisschen besser. So, und jetzt nirgends mehr runterfallen. Und am besten keine Leitplanken mehr rammen. Alles gut, nicht nachlassen. Ja, immer Vollgas hier. So, diesmal ohne runterzufallen. Ja, die Kurve ist echt heftig. Die müsste ich das nächste Mal gleich mit Handbremse nehmen. Ich muss den Winkel halten. Leichter gesagt als getan. Die waren gut. Ah, nicht wieder da runter. So, und Vollgas. Vollgas den Berg hoch. Na also, das sind doch mal ordentliche Winkel hier. Bisschen nett. '92 haben wir schon. '97, komm schon. Ich wünschte, das könnte ewig so. '99 und mehr. Jawohl. Gut gemacht, Soldat. Wegtreten. Naja, stolz bin ich trotzdem nicht. Mehr schlecht als recht. Eine Speedkarte. Nehmen wir die. Nitro. Nitro-Steuergerät. Mehr PS und mehr Höchstgeschwindigkeit. Ah, ich tue die erstmal in die Garage schicken. So, unten am Fluss. Ist auch nicht weit weg. Können wir eigentlich auch gleich machen. Hey, Mac,
Lucky, mein Freund. Du hast bei Shiftlock abgeräumt. Gut, gut, gut. Marcus Weir, der Gambler? Setzt du etwa auf mich? Klar. Und ich gewinne. Glaub nicht, dass das Shiftlock gefällt. Shiftlock. Capslock. So, dann hauen wir das auch noch raus. Was soll's? 500 Meter ohne Unterbrechung. Na, lieber nicht. Trainier weiter, Mac. Übertriff uns. Ist wieder die falsche Farbe. Deine Rolle beim Shiftlock zeigen. Das sagst du ständig, aber alles, was ich sehe, ist ein Haufen driftender Kids. Mach schon! Wir haben irgendwie die falschen Reifen zum Driften. Mach schon! Alles abgeräumt. Wir müssen wir dann haben? 104.000. Ach ey. Wird schon schief gehen. Das ist quasi der ganze Berg wieder runter jetzt. Ich schaff das schon. Okay, das waren jetzt mal eben 12.000. Das ist nur der Anfang. Da hätte ich jetzt auch nicht Punkte machen können. Das war jetzt blöd, hier über die Brücke so langsam zu sein. Los jetzt! Ja gut, solange es zählt, wenn ich da ein bisschen Schild abräume, das ist egal. Solange ich die Punkte kriege. Ah, 94. Das hätte ich schaffen müssen! Naja. Unten am Fluss. Versuchen wir es nochmal. Ich trinke mal einen Schluck. Trainier weiter, Mac. Übertriff uns. Dann wird sich deine Rolle beim Shiftlock zeigen. Das sagst du ständig, aber alles, was ich sehe, ist ein Haufen driftender Kids. So, abgesehen von den driftenden Kids. Müssen wir jetzt hier mal ein paar Punkte reißen. So weit, so gut. Ich muss die Linie halten. Aha, ob das so gut ist, hier alles abzuräumen. Nicht verlieren. Optimaler wäre es natürlich, auf der Straße zu bleiben. Dann mal ein bisschen Speed aufbauen. Na, verdammt. Stell dich an, Mac! Es ist echt nicht so einfach, wie es aussieht, das kann ich euch sagen. Wenn es überhaupt einfach aussieht. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht. Ich sitze ja davor. Aber für mich ist es definitiv nicht einfach. Yeah.
Ja, schön rundum. Check das mal! Oh je, noch schlechter. Nicht mein bester Drift. Wir haben 171 Stufe. Und kriegen es nicht hin. Ich guck mal, ob es da noch andere Rennen gibt. Oh Mann. Dieses Drag-Rennen ist total für den Arsch und dieses Drift-Rennen ist auch übel. Was ist das hier? Drift-Händler. Ein Drag-Händler. Evangeline Street Racer. Aha. Naja, das ist Casino Row. Was ist das denn da eigentlich? Der Highway-Überfall. Aber das haben wir doch schon gemacht. Ist doch eigentlich schon fertig. Ist auch ein bisschen blöd, dass man hier nicht die fertigen ausblenden kann. Die bereits erledigten. Vielleicht kann ich hier mal die Einstellung ändern. Und dann probieren wir das nochmal. Oh, ich will da jetzt nicht hinfahren. Kann ich da nicht schnell reisen? Oder soll ich mal so eine Garage kaufen? Eins von vier. Ach, da muss man auch hinfahren. Schnellreise C. So, gehen wir mal hier hin. Kostet zwar auch wieder haufenweise Geld, aber egal, was halt. Ich bin so hundemüde. Ich will jetzt nicht mehr so viel fahren. Ja, doch, das wollte ich. So, warum ist die Karre, die ist echt matt jetzt, oder? Ja, der hat uns irgendwie den Chromlack nicht genommen. Das ist irgendwie so seidenmatt jetzt. Warum? Das wird mich jetzt schon mal interessieren. Wir haben doch das, die Konfiguration eigentlich sogar abgespeichert. Seltsam. Wo ist denn das? Bam. Irgendwie nervt die Musik. Irgendwie nervt mich die Musik. Was ist denn Audio? Heimkino. So, Musik weg. Ja. Da hat sich's musiziert. So, dann wäre darüber nachzudenken, ob ich mir die Alchis anmache. Oder meine schöne Techno-Playlist. Diese Haustrottel glauben, sie hätten die Eastside unter Kontrolle. Elektro-Playlist. Aber mich kontrolliert niemand. Aber das ist hier. Jetzt die letzte Folge sein wird für heute. Wagen ansehen, verlassen. So, kann ich jetzt hier ablehnen. Ablehnen. Drags sind nicht alle. Hier tunen. Mal sehen, wie du dich in einem Sprint um die Stadt schlägst. Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Nicht tunen. Ah, verdammt. Kann ich jetzt Tuning nichts einstellen.
Das ist ziemlich kacke, wenn die Karre nur geradeaus läuft. Okay, ah, ich weiß wie. Wenn ich jetzt beende, dann habe ich ja noch die Kiste. So. Übersetzung. Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Lenkungsempfindlichkeit hoch. Nitro auf Stärke. Ja. So, und dann nochmal. Hoch. Wo war's denn? Ach, da drüben. So, jetzt lenkt er auch deutlich besser. Wo fahr ich denn hin, verdammt? Kein Wunder, dass ich nicht lenken kann, wenn der Gas gibt. Weil der dann hochgeht. Jetzt mal noch mal probieren. Nee, macht mein Stuhl. Ein letztes Mal für heute und dann machen wir eine kleine Folgenpause, meine Tracks Freunde. Tracks sind nicht alles. Mal sehen, wie du dich in einem Sprint um die Stadt schlägst. Na dann mal los. Oh, dann fahre ich einfach mal über die drüber. Naja, so viel besser ist die Lenkung jetzt natürlich auch nicht. Aber wenigstens komme ich mit dem Nitro ganz gut wieder außen pushen. Muss ich hier halt ein bisschen die Gegner wegbolzen. Ich brauche eine neue Hose. Hast du jetzt eingekackt oder was? Wegen gegen Poller fahren. Oh, die Lenkung ist trotzdem so übel. Lenkt sowas von nicht, die Karre. Naja, vielleicht. Ich bin Letzter. Geht's noch? Vielleicht kommen wir ja noch ran. Weil davon sind sie ja schon wieder. Und den haben wir nämlich auch schon. Wo fahr ich hin? Scheiße, ich fahr irgendeinem anderen Auto hinterher. Ach, verdammt. Ich muss ins Bett. Was? Wo sind die denn hin? Ach, da unten, okay. Oh je. Also das Nitro haut ja schon ordentlich rein jetzt. Aber die Lenkung ist immer noch so scheiße wie davor. Jetzt hilft mir nur noch ein Wunder. Die fahren da oben schon wieder zurück. Naja, mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Miracle. Ich glaube zwar eher nicht, aber. Nein. Wach auf, Tyler, so eine Scheiße! Fahre keine Driftrennen, wenn du müde bist. Beenden. So wie die heutige Aufnahme. Ich fahr mal eben an den Rand. So. Und dann, meine Freunde, machen wir jene Kleinen. Der ist auch nicht mehr. Oder war der? E-Matt.
Der war doch eigentlich auch chromglänzend. Warum sind denn die nicht mehr chrom? Das kapiere ich nicht. Habe ich irgendwas an den Einstellungen, Grafikeinstellungen geändert? Eigentlich nicht. Grafik Ultra. Ah ja, hier, seht ihr. Ultra. Bam. Jetzt geht da was. Naja, keine Ahnung. Werde ich mal eruieren in der nächsten Folge. Aber jetzt gehe ich erstmal ein bisschen schneiden. Huch. Und dann ein bisschen schlafen. Und wir sehen uns da wieder in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Time to Play hier bei Need for Speed Payback. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.